Datenschutz und DSGVO sind nicht das Gleiche. Das mag überraschend klingen, ist mir aber eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, weil es hier nicht um die Frage geht, ist der eine oder der andere schuld, wenn etwas wegen Datenschutz nicht klappt, sondern man muss verstehen, vor allem als Entscheidungsträger, Schulleiter, Manager, mache ich etwas, weil es eine rechtliche Verpflichtung ist, oder mache ich es, weil mir der Datenschutz wichtig ist? Und das sind zwei Sachen, die zwar oft miteinander einhergehen, aber es gibt manchmal Situationen, wo der Datenschützer mehr verlangt, als nach der DSGVO unbedingt erforderlich ist. Und das sieht man an der Diskussion, die ich am letzten Montag losgetreten hatte mit diesem Tweet. Dort hatte ich gesagt, nicht die DSGVO verhindert Homeschooling, sondern Irrtümer von Datenschützern, die auf deutsche Server bestehen und so weiter. Die Reaktion darauf war natürlich, wie immer bei so einem sehr emotionalen Thema, gespalten. Die einen sagten, ja, endlich sagt's mal jemand, Datenschutz ist Quatsch und verhindert alles. Und von der anderen Seite sagte jemand, das kommt raus, wenn man weder von Datenschutz noch von DSGVO Ahnung hat. Beziehungsweise es bildeten sich dann fachliche, spannende Diskussionen darüber, ob jetzt Teams und Zoom und Google tatsächlich sicher sind oder nicht. Und das ist genau die technische Diskussion, die bei Datenschützern stattfindet, die aber nicht unbedingt die rechtliche Situation abbildet. Also, um nochmal auf der Stelle anzusetzen, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man den amerikanischen Videokonferenzsystemen vorwerfen kann. Zum Beispiel, dass bei Zoom die inzwischen eingeführte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht per Default eingestellt ist, dass die Schlüssel vielleicht nicht von den Clients erzeugt werden, sondern in der Cloud, sodass dann wieder Zugriff besteht. Und genauso gibt es natürlich dann wieder Vorwürfe gegenüber den deutschen Cloud-Betreibern, die nicht ausreichend Kapazitäten haben für den Ansturm der Schulen, die aber besser werden könnten, wenn man nur die Server richtig betreibt und so weiter und so fort. Aber wissen Sie was? Darum geht es gar nicht, wenn ich die rechtliche Frage betrachte. Denn in den meisten Fragestellungen, die auch in der Diskussion hier später aufgekommen sind, gibt es brauchbare juristische Antworten, wie ein Problem auf der technischen Seite ins Verhältnis gesetzt werden kann zum Datenschutz. Denn die DSGVO sieht in Artikel 6 vor, dass Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten zunächst einmal verboten sind, es sei denn, es gibt einen Rechtfertigungsgrund. Und das klingt schon mal erstmal ziemlich bös, aber 6 DSGVO bietet ziemlich viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Erfüllung eines Vertrages, natürlich auch die Einwilligung, die allerdings freiwillig sein muss und unter Vorbehalt eines Widerrufs steht. Vor allem aber auch natürlich die Güterabwägung. Und dann wundert man sich manchmal, wie viel von einer solchen Güterabwägung gedeckt ist oder unbeanstandet bleibt. Wenn man sich zum Beispiel die Datenschutzerklärungen von Amazon anschaut, beim Kindle, diesem E-Book-Reader, da steht drin, wir müssen die Geodaten, also die Standortdaten des Gerätes, tracken. Zu welchem Zweck? Fraud Protection steht da drin. Und damit kommen die anscheinend durch. Also jeder, auch an den Haaren herbeigezogene Zweck scheint für 6F nach der DSGVO auszureichen. Ich will dafür keine Werbung machen und es ist gut möglich, dass ein Datenschutzbeauftragter dagegen auch mal vorgeht. Aber es ist bei weitem nicht so, dass wir uns im rechtswidrigen Bereich schon in dem Moment bewegen, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, sondern erst dann, wenn ich keine Rechtfertigung dafür habe. Und für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und auch für die Übermittlung solcher Daten nach Übersee, zum Beispiel USA, gibt es Instrumente in der DSGVO, zwar nicht Privacy Shield, aber die Standarddatenschutzklauseln beispielsweise oder die entsprechenden vertraglichen Garantien, die es möglich machen. Wir gehen nicht in die Details aus dieser Diskussion rein, die jetzt hier in den letzten Tagen geführt worden sind. Ich will an der Stelle nur sagen, man kann selbstverständlich auch ein Microsoft oder ein Google oder Zoom, vielleicht habe ich den zu oft erwähnt, einsetzen in einer Form, die legal ist, aber möglicherweise den Datenschützern nicht gefällt. Und wenn ich der Entscheidungsträger bin, zum Beispiel ein Schulleiter, dann muss ich manchmal eine Abwägung treffen, ob ich die Datenschützer glücklich mache oder funktionierenden Unterricht auf die Beine stelle. Und ich weiß, jetzt werden die Datenschützer sagen, das geht doch auch mit Jitsi und Big Blue Button, wenn man nur Ahnung hat und die entsprechenden Kapazitäten hat. Aber die sind im Augenblick in vielen Schulen nicht vorhanden. Und da ist es dann so, wie jetzt unsere Lokalzeitung am Montag berichtete, dass die Schulen, die auf Microsoft Teams gesetzt hatten, wunderbar funktionierenden Unterricht hatten, während die anderen Schulen sich nicht mehr einloggen konnten, weil zum Beispiel Schulmanager, ein Unternehmen aus München, völlig überlastet war und damit nicht mal der Zugriff auf Big Blue Button möglich war. Dass Microsoft auch
seine Probleme hatte, zum Beispiel beim Login, völlig unbestritten. Und dass es ganz viel Kritik gibt, zum Beispiel an der Art, wie Zoom in der Vergangenheit mit den Daten umgegangen ist, völlig richtig. Sponsored by Big Five, nein, ich kriege kein Geld davon. Gehen wir auf ein paar Sachen dazu ein. Wer hat wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Also Teams hat es eingeführt, die Schlüssel werden allerdings auf den Servern generiert, was nicht so ganz ideal ist. Jitsi hat es auch eingeführt, ich habe es ausprobiert, ist echt ziemlich umständlich, würde ich, glaube ich, Fünftklässler nicht unbedingt zumuten. Und vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen tiefer, warum das jetzt wichtig ist. Also die meisten Videokonferenzsysteme haben eine Transportverschlüsselung. Transportverschlüsselung bedeutet also, ich habe von einem Client zu einem Server. So, von hier bis dort werden die Sachen verschlüsselt übertragen mit einem ordentlich sicheren Algorithmus. Wer unterwegs darauf zugreift, kann damit das tun. Und dann habe ich andere Clients, die dann die Daten vom Server geschickt bekommen, wo sie wieder verschlüsselt werden. Derjenige, der Zugriff auf den Server hat, der Serverbetreiber oder ein Hacker, kann dann auf diese Daten zugreifen. Besser ist das deshalb eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo die Daten verschlüsselt auf dem Server ankommen, verschlüsselt weitergegeben werden und nur bei dem Client 1 zu Client 2 die Schlüssel ausgetauscht werden. Die Schwäche bei diesen Systemen ist natürlich der Austausch der öffentlichen und geheimen Schlüssel, damit das funktioniert und vor allem natürlich die Bandbreite. Deswegen ist das ein ziemlich komplexes Verfahren. Microsoft Teams hat es noch nicht eingeführt, Zoom erst im letzten Quartal 2020. Jitsi arbeitet daran und da ist besonders die Schwierigkeit, dass man ein gemeinsamer Secret Key ausgetauscht werden muss. Aber gemeinsam ist, bin ich mir gar nicht sicher, kann eigentlich nicht sein, es müsste eigentlich ein individueller Schlüssel sein. Ist das Voraussetzung? Nein, ist es nicht. Transportverschlüsselung würde völlig ausreichen, so wie es BigBlueButton macht. Also insofern ist das Sicherheitsniveau von BigBlueButton nicht allein deswegen schlechter als von Zoom. Aber eigentlich war ja der Anspruch, dass ein BigBlueButton und Jitsi, diese Open-Source-Lösungen, besser sind. Und zwar in erster Linie wegen des Serverstandorts. Weil wir den amerikanischen Unternehmen nicht trauen, weil dort Geheimdienste Zugriff nehmen können, weil die gesetzlichen Voraussetzungen in den Vereinigten Staaten gegeben sind, um den Geheimdiensten Zugriff auf die Server zu gewähren. Bei Streaming-Lösungen spielt das keine besonders große Rolle, weil diese Daten ohnehin beim Server nicht gespeichert werden, wenn die Daten nicht aufgezeichnet, also wenn nicht eine Aufzeichnung in der Cloud erfolgt. Insofern Tipp Nummer 1, macht keine Aufzeichnungen in der Cloud, sondern wenn dann nur auf dem lokalen Endgerät, dann sind auch keine Daten dabei zugreifbar. Und ich glaube, die meisten in der Diskussion waren sich auch ziemlich einig, dass Videokonferenzsysteme nicht das eigentlich große Problem sind. Was ist das Problem? Nun, beispielsweise, wenn man sich einloggen muss auf einem Server, zum Beispiel auf einem Microsoft Teams Server mit einem Account. Also, wenn ich hier einen Account für User, für Schüler anlege, übermittle ich personenbezogene Daten. Und da habe ich bei Minderjährigen natürlich das Problem, dass eine solche Anlage nur mit einer Einwilligung nach 6.1a DSGVO möglich ist und die muss freiwillig sein und da ist die Diskussion, kann das freiwillig sein, wenn ich eine Schulpflicht habe? Was ist, wenn ich nicht bereit bin, diese Erklärung abzugeben, kriege ich dann trotzdem noch Schulunterricht? Das macht die Sache also schwieriger, aber man könnte personenbezogene Daten auch vermeiden, indem man einfach sagt, man meldet sich nicht mit einer E-Mail-Adresse an, sondern macht pseudonymisierte Accounts. Da wird man jetzt wieder entgegenhalten können, ja, aber die IP-Adresse ist doch trotzdem ein personenbezogenes Datum. Und in dieser Diskussion kommen wir wieder zurück zur DSGVO, könnte man natürlich durchaus argumentieren, dass man sich auf 6.1f stützt, das ist also die Güterabwägung, nämlich Homeschooling zu betreiben und die zur Verfügungstellung und Speicherung dieses personenbezogenen Datums IP-Adresse vielleicht in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Das Problem ist nur, dass sich die wenigsten Datenschutzbeauftragten trauen, jemals eine Güterabwägung nach 6F vorzunehmen, insbesondere weil dort ja die besonderen Interessen der Minderjährigen genannt sind, was nicht heißt, dass sie unantastbar sind, sondern nur, dass sie eine besondere Gewichtung erfahren. Ich glaube aber, und das, ich habe noch keinen Datenschützer gesehen, der dem widerspricht, dass auch im Schulumfeld der Einsatz von amerikanischen Dienstebetreibern möglich ist, zumal wir die Probleme mit IP-Adressen und so weiter auch haben, wenn wir einen BigBlueButton oder einen Schulmanager oder einen MEBIS verwenden. Hier haben wir ja nur den Unterschied mit dem Serverstandort, wo wir eine Microsoft und Zoom und Google
missbrauen, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie eben in einer Jurisdiktion leben, wo ein Zugriff möglich ist. Und dort bräuchte man dann entsprechende Garantien oder technische Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die nicht doch Zugriff auf die Daten nehmen. Kurzum, die Probleme sind lösbar. Man kann es einsetzen. Es muss einem nur bewusst sein, dass man vielleicht Abstriche macht, die rechtlich vertretbar sind, die den Datenschützern aber vielleicht zunächst einmal nicht gefallen. Und da würde ich jetzt appellieren an die Datenschützer, einmal zu unterscheiden, was ist die rechtliche Mindestanforderung, die zu Bußgeldern führt, wenn sie nicht erfüllt wird, und was sind Sachen, die wir vielleicht auch im weiteren Verlauf umsetzen können. Ja, ich weiß, wir haben zu viel Zeit verpasst und man hätte es schon früher machen müssen und die IT-Infrastruktur aufbauen müssen und auch die Internetversorgung, Geräteversorgung und so weiter. Aber per jetzt, im Januar, wo die zweite Welle da ist und manche Schulen eben nicht ausreichend ausgerüstet sind, da sollte man in der Abwägung durchaus berücksichtigen, was es bedeutet, wenn wir noch länger zuwarten, und dass zumindest die Entscheidungsträger wissen, welche Anforderungen zwingend rechtlich geboten sind und welche eher eine rechtspolitische Motivation zugrunde liegen haben.